Unser neuestes Projekt, die was in 8 Monaten errichtet wurde, ist die Fleckheimbahn in Kitzbühel. Mit der modernsten Technik und Steuerungstechnik, die es zurzeit eigentlich auf dem Markt gibt, von der Firma Leitner. Mein Name ist Kellner Christoph, ich bin Betriebsleiter Stellvertreter bei den Bergbahnen in Kitzbühel und bin seit 10 Jahren in dem Unternehmen tätig. Wenn die Anlage zu Stillstand kommt, muss ich als Betriebsleiter mich sofort auf den Weg zur Anlage machen. Ich würde dann auf dem Weg dorthin sofort die Firma Leitner informieren, die dann bei Fernwartung sich mit dem Maschinisten auseinandersetzt und vielleicht das Problem dann schon im Vorhinein beheben kann und analysieren kann. Mein Name ist Rabanzer Peter, ich bin der Direktor des Kundendienstes Leitner. Wir kümmern uns um den gesamten technischen Support für unsere Seilbahnanlagen weltweit. TeamViewer benutzten wir vorher schon, um uns auf die Anlagen zu verbinden. Und als sich jetzt in den letzten Monaten und Jahren die Industrie 4.0 immer weiter entwickelt hat, waren wir auf der Suche nach einem geeigneten Tool. Mit TeamViewer Pilot können wir uns jetzt auch noch mit dem Endgerät des Kunden, ein Handy oder ein Tablet, was immer der Kunde vor Ort zur Verfügung hat, auch verbinden, um nicht nur das zu sehen, was der Kunde auf der Steuerung sieht, aber auch was der Kunde, der Techniker vor Ort auch im Schaltschrank selber sieht. Man kann mit der Positionierung bestimmter Markierungen, die dann auch immer wieder auch beim Bewegen der Kamera auf den Schalter oder auf dem beschädigten Teil stehen bleiben, kann man besser interagieren und der Kunde versteht, wo er das Problem weiter untersuchen sollte. Das hilft uns natürlich, besseren Support zu geben, den Kunden zu unterstützen, ohne dass ein Techniker lange Anreisezeiten auf sich nehmen muss, was auch Kosten und für uns und auch für den Endkunden eben heißt und das auch reduzieren hilft. Ich habe mit der Software einfach den Vorteil, dass ich einfach, wenn ich wirklich ein Problem habe, direkt mit den Leitner-Technikern in Verbindung treten kann und ihm das Problem einfach alles schneller schildern kann, als wenn wir früher das Ganze einfach gehabt haben. Dann kann ich im Vorhinein schon reagieren, bevor wirklich das Problem wirklich ansteht. Damit sollten unsere Leitnerbahnen noch besser auf der ganzen Welt täglich ihre Runden drehen.